und herzlich willkommen zu dem kurzen Video da jetzt da, wo ich einen kurzen Einblick auf die Smart Gimbal App geben will und habe da extra jetzt dann, sage ich jetzt nochmal, das iPhone 10 und der iPhone 6s daher gekriegt, dass man auch sieht, was da das Problem ist beim iPhone 10. Und man sieht es gleich auf der rechten Seite natürlich. Es ist das größte Problem, was ich habe beim iPhone 10, dass die Sensorik, was da jetzt neu verbaut ist, natürlich mir in der Hinsicht von der App einzelne Buttons verdeckt, zumindest nicht angezeigt werden. Da sieht man die drei Scheine und da sieht man es gar nicht mehr. Das ist halt ein kleines Manko, was das iPhone 10 dadurch jetzt da hat, aber wird sicher aufgrund einer Software-Update seitens Rolle sicher behoben werden. Dann machen wir das weg und wir konzentrieren uns jetzt aufs iPhone 6, oder? Mit dem habe ich ja die meisten Aufnahmen jetzt da gemacht. So jetzt einmal. Und zwar fangen wir mal gleich an. Der Pfeil zurück sollte dann jedem klar sein. Damit kann man wieder zurückgehen, wenn man irgendwo drinnen ist. Oder man kann jetzt, wenn ich jetzt da drauf drücke, rausgehen und hausnummer in Gimbal wechseln oder auf so einen Selfie-Stick umschwenken oder umstellen. Brauchen wir aber jetzt da nicht. Ihr seht es auf der linken Seite, ich bin momentan mit nichts verbunden, also es ist echt wirklich nur rein die App, die was ich euch da kurz zeige. Dann, was haben wir noch? Da haben wir schon was aktiviert, das können wir jetzt nochmal ausschalten. Man hat da den Einstellungsbutton. Ihr seht es da jetzt da. Ich kann auch die Videoqualität ändern. 720p und 480p ist jetzt da natürlich die Videoqualität, weil die Frontkamera, also die Kamera, was zu mir schaut, aktiviert ist. Wenn die Hauptkamera aktiviert ist, natürlich habe ich 1080p zur Auswahl, geschweige 4K zur Auswahl. Also da funktioniert es dann auf höchster Auflösung. Der Countdown für die Gesichtserkennung und der Countdown für die Fernauslösung ist original auf 2 Sekunden eingestellt. Das heißt, wenn die App hat eine Gesichtserkennung, wenn die Gesichtserkennung natürlich ein Gesicht erkennt, aktiviert er automatisch den Countdown, zählt von 2 runter und macht noch ein selbstständiger Foto. Und rein sind wir wieder auf die Seiten. Was haben wir noch? Natürlich, die Option ist klar, ich kann zwischen die zwei Kameras wechseln. Blitzsymbol ist auch klar, Blitz ist da jetzt der permanent ausgeschalten für Fotos, man kann auf Automatik schalten und permanent einschalten. Da sieht man noch eine Einstellung. Zwar, man kann selbstständig die ISO-Werte anpassen. Also man kann die ISO-Werte ändern, man kann den Schwarzwert ändern und dann und den Weißabgleich machen. Der ist jetzt da auf automatisch gestellt. Ist halt eine nette Dreingabe, sage ich jetzt einmal. Und da rechts herum sieht man auch, da kann man im Endeffekt auf seine Bildergalerie zugreifen oder auf seine Videogalerie, was man schon gemacht hat. Man sieht da die normalen Fotos, was man am Handy hat, wenn man darauf zugreift. Auf der linken Seite seht ihr jetzt das Fotosymbol, ich schalte jetzt kurz um auf die andere Kamera, dann sieht man das nämlich besser. Wir aktivieren jetzt die App. Ihr seht als erstes gleich die Auto-Tracking-Funktion, das ist das Quadrat mit dem Punkt drinnen. Bei den Fotos finde ich ja, wisse ich nicht, für was ich es brauche, wobei die zweite und die restlichen Optionen schon interessanter sind für Fotos und da habe ich nämlich auch mit der automatischen Gesichtserkennung. Es ist wirklich so, erkennt die App ein Gesicht, macht sie automatisch ein Foto. Ob der das jetzt da will oder nicht, ist er jetzt einmal dahingestellt, aber ist wurscht, es macht wirklich automatisch ein Foto. Dahinter sehen wir jetzt zwei Gesichter. Das heißt, wenn du mit deinem Best Friend, mit deiner Freundin oder sonst wen ein Selfie machen willst und die Kamera erkennt oder die App erkennt, besser gesagt zwei Gesichter, darf es da genauso funktionieren, es darf der Countdown überlaufen und es darf automatisch ein Foto geschossen werden. Dann haben wir da noch ein Gruppenfoto mit mindestens drei Gesichtern. Also wenn er drei Gesichter von einem Gruppenfoto für ein Gruppenfoto erkennt, da hat es wieder das gleiche passieren. Countdown läuft over und Foto wird gemacht. Also das sind nicht mehr so schlechte Ideen meiner Meinung nach. Wir gehen weiter. Das, was da auch schon wie ein Record-Button, ist gleichzeitig der manuelle Auslöser, wenn man zum Beispiel jetzt direkt übers Handy ein Foto auslösen will.
Man weiß ja, man kann es auch über den Gimbal machen, indem dass man einmal den Hauptbutton betätigt. Wir können dann da weiterschauen, und zwar, da sieht man die Panorama-Optionen. Wir haben einmal 360 Grad Panorama, wir haben, leg's einmal daher, wir haben einmal da 360 Grad Panorama, wir haben 180 Grad Panorama und wir haben ein spezielles Panorama. Ich kann das jetzt nicht wirklich sagen, wie ich dazu sagen soll. Die Funktion schaut nur so aus, da ich jetzt mein Gimbal gerade von mir, also mein Rollei-Gimbal gerade von mir halten und die Panorama-Funktion auswählen, da da wegstarten, und zwar zuerst da da Aufnahmen machen 180 Grad nach links, danach da wieder zurückfahren in die Ausgangsposition und dann macht er das gleiche nochmal auf die rechte Seite nochmal. Nachdem das fertig ist, verbindet er natürlich die Fotos, was er gemacht hat, und es kommt wieder ein großes Panorama raus. Das Problem leider, was die App an sich hat, die Panoramafotos sind viel zu klein, also von der Auflösung her viel zu gering, dass man wirklich schöne Panoramafotos dadurch machen könnte. Das könnte zum Beispiel auch über Software-Update gelöst werden. Weiter geht es jetzt dann mit Kamerasymbol. Kamerasymbol ist selbsterklärend auch. Wir betätigen da die Kamera. Man hat da wieder die Möglichkeit, über einen Rekord-Button die Kamera manuell zu starten, übers Handy. Und man hat da auch genauso eine Tracking-Funktion. Wobei im Videomodus, also im Aufnahmemodus von Videos, finde ich die Tracking-Funktion schon viel interessanter. Wenn ich sage, es geht wer vorbei oder es geht wer durchs Bild, ich track die Person und der Gimbal darf sie automatisch oder darf automatisch die Person verfolgen, die was getrackt wurde. So wie man es eigentlich kennt von den Drohnen, sag ich mal. Allen im Allen ist die App eigentlich leicht verständlich und, ja, ich sage einmal, brauchbar. Wie gesagt, für den Gimbal selber ist es aber nicht notwendig, dass man die App hat. Er hat die Funktion, dass er mein Bild stabilisiert, und das darf er theoretisch auch ohne die App. Es sind halt nur nette Spielereien, was die App zusätzlich liefert. Wenn die App noch über Software-Updates verbessert wird, da kann man es an jeden empfehlen. Und wie Roller erkennen, werden sie die App sicher von Zeit zu Zeit immer wieder verbessern und updaten, dass das Ganze besser läuft und die kleinen Mankos, die was noch sind, ausbessert werden. Das war es jetzt zum kurzen Video über die App selber. Standardsatz, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, hinterlasst mir einen Daumen nach oben und ich wünsche euch viel Spaß bei weiteren Videos von mir. Ciao!